Hallo Freunde, herzlich willkommen. Handschuh ist offen. Egal. Ja, es ist endlich soweit. Wir fahren Richtung Sardinien. Gerade losgefahren. Wir haben so um die 18 Grad im Moment, soll richtig heiß werden und knackig. Ja, wir fahren in drei Etappen. Heute bis Freiburg. Wir fangen erstmal mit der Autobahn an. Ja, damit wir ein paar Kilometer schruppen, wenn wir am Frankfurt vorbeikommen. Und dann wollen wir eventuell auf die Landstraße und dann entscheiden wir aber unterwegs. Ob oder ob nicht, je nachdem wie man sich fühlt. Das ist die längste Etappe heute, knapp 600 Kilometer. Ja, jetzt fahren wir erstmal nach Hagen zum Treffpunkt. Dort werden wir den Achim treffen, den Olaf, den Chris und die Lisa. Also sind wir fünf Mopeds und sechs Personen. Ich bin der Einzige, der der Huckepack fährt mit meiner Madame. Ja, was gibt's denn noch zu sagen? Wie gesagt, die zweite Etappe geht dann von Freiburg nach Mailand. Und dann von Mailand nach Olbia auf die Fähre. Und dann sind wir auch schon da. Ja. Was ich jetzt alles auch vorhabe, bringt es jetzt eh nichts zu sagen, weil ich weiß nicht, wann die Videos kommen. Hauptsache nicht wieder Weihnachten. Naja, ich denke mal, das erste Video hier dieses wird vor Weihnachten erscheinen. Ja. Ja, lange drauf gefreut. Letztes Jahr waren wir nicht unterwegs. Viele private Sachen, die es nicht zugelassen haben. Jetzt wollen wir es nochmal wissen. Ja, Moped geputzt, Scheibe auch, ihr seht es ja. Ach ja. Viel will ich erstmal nicht quatschen. Ich schalte erstmal wieder in Hagen ein, wenn die anderen da sind. Und dann begrüßen wir euch nochmal allesamt. Ihr seht ja hier Autobahnschild. Hier fahre ich gleich drauf. Und dann würde ich sagen, Dortmund, mach's gut, bis in 14 Tagen. So Freunde, Hagen Süd. Mal gucken, ob sie schon alle da sind. Das erste Zwischenziel erreicht. Die Sonne brennt. Lichterloh? Ja. Ja. Und. Zwei Mann sind glaube ich da. Der Olaf und der Achim. Ja, was da? Olaf und der Achim.
So, wir machen erstmal Gepäckübernahme. Der Olaf ist so nett und nimmt uns die Gepäckrolle ab. Mal gucken, ob das Moped stehen bleibt. Nee. Scheiße ist das. Ich muss woanders hin. Ich muss vorwärts einparken. So weit weg von denen. Ja. So ist besser. So, Freunde, jetzt sind sie alle da. Die Lisa ist da, der Chris ist da. Ey, ist auch richtig so, dass du mich nicht hörst. Ja, alles gut. Das hört man nicht. Ach, die mich hört man nicht. Mesh Intercom einschalten. OP Mesh. Man sollte mich nicht hören. So, Freunde, der Olaf fährt vor. Lass mal die Kinder hier vor. Ach, hier machst du das Schlusslicht, ja, ne? Ja. Bleibt dir nichts anderes übrig jetzt. Genau. Ach, hier macht ein Ausputzer. Macht ja nichts hinten auf der Kamera. Besenwagen. Ja, so ein bisschen was brauche ich für die Kamera hinten, genau. So, meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Aber ich habe ja keine Kamera dran. Ach ja, und das Knipser, die macht das für dich. Blitzer! Ah, der Blitzer macht das Foto für dich, Chris. Ja. Du brauchst keine Kamera. Ah, guck mal, hier steht ja wirklich einer. Musst du schnell genug fahren. Olaf, ist dein Blinker kaputt? Ach so. Mir ist kalt. Ah, ich habe mir gedacht, ich spare mal ein bisschen Energie. Ja. Bevor das neue Heizungsgesetz kommt, habe ich mir gedacht, spare mal ein bisschen Energie. Genau. Ja, schön, endlich in Urlaub fahren und ich sehe was in Spiegeln. Danke, Olaf. Auto. So, Freunde. Ich werde jetzt abschalten. Wir fahren jetzt, wie gesagt, Richtung Frankfurt bis hinter Darmstadt und da ist erstmal geplant, von der Autobahn runterzufahren. Ob wir das machen, weiß ich nicht. Ich werde mich wahrscheinlich noch zwischendurch auf dem Parkplatz oder so melden, eine Tankpause machen. Ich werde berichten. Bis später. So, Freunde, wir sind von der Autobahn abgefahren und wir befinden uns jetzt knapp in der Darmstadt. Wir haben noch 336 Kilometer, die wir dann über Land fahren. Also fast die Hälfte haben wir schon hinter uns. Ja, es ist ziemlich warm. Ja, 28 Grad. Ja, wir haben getankt an der Autobahn. Ist jetzt 236. War auch spannend. Ich denke mir mal, dass hier erstmal nichts Besonderes auf der Straße geschieht. Ich denke mal, die schöne Strecke fängt vielleicht dann erst an. Wir wollen dann noch unterwegs ein bisschen Kaffee trinken. Was essen. Zeit haben wir ja noch genug. Ich würde sagen, ich mach mal wieder ein Stück Kaffee. So, Freunde, wir stehen jetzt in Gernsheim, haben eine schöne Mittagspause gemacht. Schön Schnitzel gegessen, schön hier am Rhein.
Ja, und jetzt geht's weiter. Wir wollten erst mit der Fähre rüber, aber die fährt nur jede halbe Stunde. Und dann haben wir uns entschlossen, die 13 Kilometer über eine Brücke zu fahren. 13 Kilometer Umweg. Können wir hier Madame einschalten. So. Mich einschalten. Hallo. Setz dich drauf. Du kannst da schon drauf, ja. Handy verbunden. Mesh einschalten. Mesh Intercom einschalten. OP Mesh. Kanal 1. So, ich bin, bin online. Ja. Fertig? Nee, noch nicht. Ach, jetzt ist noch dabei. Boah, ist mir warm. Fahr mal ein bisschen vor, Susi. Ist ja Verkehr. 27 Grad, sagt meine. Ach, ja, haut hin. Ich muss immer 300. Ich muss immer 1,5 Grad abziehen. 234 noch. So. Tschüss. Ach, ihm auch? Jo. Oh, ist so schön. Herrlich. Oh, Wind. Fahrtwind. Oh. Scheibe runter. Oh, herrlich. Oh, auf mich. Mach schon meine Jacke auf, bis zur Brust. So, jetzt hast du gegessen. Wunderbar. Wunderbar. Dann geht das schon besser, ha? Ja. Nur ein bisschen schläft hier noch. Hinter mir ist der Olaf und der Achim. Könnt ihr doch mal winken? Juhu! Ja. Oh! Oh. Ich bin auch hinter dir! Stimmt, stimmt. Achim, machst du da wieder. Machst du da wieder so eine Jahres. Ja, wahrscheinlich. Serie raus. Wahrscheinlich. Immer, ich kann euch ganz immer montags 18 Uhr, ne? Weißt du? Montags 18 Uhr, 15 Minuten, ne? Ja, genau. Das ist schön. Ja, da sitzt du nicht so lange am PC und das ist gut. Ja, und ich sag mal, sich das anzugucken ist auch dann einfacher. Bevor man die muss man wieder gucken, eine halbe Stunde gucken, dann muss man die Frau wieder. Ich meine, insgesamt guckst du das ja. Ja, aber du musst erstmal an dem Tag, die weil eine halbe, dreiviertel Stunde Zeit haben und die habe ich ja nicht, ne, um, sage ich mal, andere Videos zu gucken. Habe ich einfach nicht. Und so. Gut, am coolsten ist, wenn du nur die Highlights. Nur Highlights und dann. Ja, aber die ganze Tour ist ja ein Highlight. Ja. So nämlich. So nämlich. 31 Grad. Oh, herzlich willkommen in Bürstadt gleich. Ich habe das auch mal so in den Statistiken geguckt. Die Leute gucken ja meistens 15 Minuten. Da kannst du nicht nachgehen. Ja gut, bei dir ja. Nein, du guck mal. Das ist bei jedem YouTuber so. Die ersten 10 Minuten und dann bricht es ein. Das kommt daher, du guckst das Video ganz an und dann klickst es hinterher aber vielleicht auch nochmal 5 Mal an, guckst es aber nur 3 Sekunden. Und das zieht dann diese gesamte Statistik nach unten. Okay. Ist hier irre? Ja, könnte Öl sein, ne? Hat einer Bündchen gehabt. Ja. Ich will da jetzt nicht drauf fahren. Wie war das? Das ist frisch, das riecht man. Ölspur. Hier stellen sie das Schild hin, ne? Ja. Wo sie zu Ende ist. Jo. So, Gas, 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 Gas.
21 Grad. Ich habe 31,5. Guck mal, da hinten ist auch wieder so ein schöner Sessellift. Siehst du das? Oh ja. Ja, genau. Der geht immer hoch und runter. Und hoch und runter. Oh, bist du doof, das ist Stroh. Ja, Matze. Die Spannung ist das. Ja. Oh, ist das schön. Aber meine 300er fährt echt gut. Oh. Das stöhnt dann hier rum. Kannst du heute Abend machen. Ja, das Wurmgestöhne immer. Oh. Oh, jetzt sind wir im Menden oder was hier? Oberbettermann? Hallo! Warum hat der nicht gegrüßt? Der hat nicht gegrüßt. Habt ihr schon? Pulverbeschichtung, guck mal. Faustrummer? Ach, da kann ja meine Sturzbügel eben beschichten. Haben wir gleich da oben auf der Brücke. Ja. Hier oben. Hast du recht. Ach, bei Worms oder was? Ja. Ich hab nicht verstanden. Ah, Matze. Okay. Mega hoch.